Mary Queen of Scots. Klar, ich habe die Serie gesehen in Netflix und war mal super, dass ich so eine direkte Inspiration hatte, wo ich mir nicht irgendwie stundenlang mich in irgendwas einfühlen muss, eine Geschichte erfinden, eine Umgebung erfinden muss, und damit ich das Gefühl kriege, sondern ich hatte direkt Lust, Schmuck dazu zu machen. Und ja, ich fand es auch spannend, dass sie diese zwei Persönlichkeiten hatte, von einer eigentlich harten, willensstarken Königin und auf der anderen Seite so ein sanften Mädchens. Und das finde ich faszinierend. So sieht auch die Kollektion aus. Ein Teil ist sehr zart und anmutig, und der andere Teil ist so eher wie so Orden, die man sich anzieht, weil man sie sich verdienen musste. Ja, natürlich gibt es dazu auch diese ganzen kleinen Daily Desires, die ich sowieso am liebsten zu jeder Kollektion machen würde. Da ich ja gerade auch, wenn man sich ein großes Collier kauft, es einfach schöner ist, kleine Dinge dazu zu tragen. Und am schönsten war es, am spaßigsten war es eigentlich, die Farben dazu zu mischen, weil wir haben übrigens jemanden, der uns Farben mischt, und zwar eine Firma, die macht Nagellacke, und zwar Nagellacke für den europäischen und amerikanischen Markt. Und mit denen können wir zusammenarbeiten. Also die erlauben uns das, weil sie manchmal auch selber Inspiration dazu kriegen, davon kriegen. Und wir sagen dann, ich kann dann sagen, ah, ich will diesen Glitter und das soll da, 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 da. Und dann kriegen wir das. Dann kriegen wir lauter kleine Fläschchen und dann probieren wir die Fläschchen aus. Und das ist richtig Mädchen, macht richtig Spaß. Und ja, und so sieht die Kollektion dann aus. Und was mir da besonders eigentlich, finde ich auch, dass sie sehr schmuckig ist. Durch dieses Ovale, durch die Farbigkeiten, durch dieses Gefühl von Gamme und irgendwie ovale Dinge sind sowieso, finde ich, sehr, sehr, sehr schmuckig. Auch so Tropfen, und also diese Zeit hatte sowieso diese schmuckigsten Schmuck. Ich glaube, das hat sich bei uns so festgesetzt von Gemälden und so weiter und so fort, weil da überall Tropfen waren und Ovale waren und Gemmen und Medaillons und lauter solche Sachen. Und ich finde, dass die Kollektion sehr daran erinnert.